Es ist ja nicht so, dass wir keine modernen eingerichteten Theater in Oberfranken hätten, aber es ist halt schön im Bauernhofmuseum Kleinlößnitz. Alle 2 Jahre treffen sich dort oberfränkische Theatergruppen, Autorinnen und Autoren, um dem Publikum Einblicke in ihr Schaffen zu geben. Und die Zuschauer, die werden erstmal aufgetaut. Also, wir üben jetzt einfach mal den eingeklatschten Lacher. Naja, ob das nötig war. Die Laune war jedenfalls gut und die Darbietungen unterhaltsam und lehrreich. Jawohl, lehrreich. Hier gibt's gleich mal Einblicke in die fränkische Sprache. Du solltest meine schwarzen Hosen zum Gehrock holen, weil ich ja eine Beerdigung besuchen muss und nicht die Hasen zum Schlachten. Jetzt hatte die Liesel ihre Sprache wiedergefunden und verteidigte sich gestenreich. Ich habe ja der Frau gesagt, ich soll die Hosen bringen. Ich habe ja nicht gewusst, dass hierzulande zu den Hasen Hosen gesagt wird. Und jetzt muss ich meine Stimme verstellen. Nicht, weil ich einen Husten ho, sondern weil ich einen Hosen reden lassen möchte. Und ich weiß ja nicht, wie ein Hose redet. Und darum denke ich, wenn er so klar ist und so zäh hat, dann wird er halt hochreden. Also, wo soll man hin? Wo soll man hin? Schieß da, schieß dort. Hurax, tax, tax. Hosen raus, alles raus, naus, naus. Rennen wir immer. Scheißen Dennis, jecher da, jecher dort. Hörer, stax, stax, Hosen raus, Hosen raus, nix mehr raus. Bist troffen, weiter, weiter, bloß noch fort. Hörer, stax, stax, was war dies? Treiber troffen, jecher fort. oje, immer dieselbe, schau mal nicht zurück, dem einen sei leid, dem anderen sei Glück. Das Land, wo die Hasen Hosenhasen und die Hosen Husenhasen, ist Oberfranken in vielen seiner Regionen. Aber die oberfränkische Mundart gibt es nicht. Man trifft hier zahllose Varianten und sogar unterschiedliche Dialekte. Um sich besser verstehen zu können, müssen manche Vokabeln gemeinsam geprobt werden. Und deswegen müssen wir es gleich noch einmal üben. Also, fränkischer Backstarkäse. Der schmeckt. Jetzt tut. Ja, ganz so schwierig ist die Verständigung bei uns nicht. Wir können sogar international. Ja, Single Size in. Also mich darf ja schon mal interessieren, warum die alle keine Kinder mehr wollen. Na, ganz einfach, weil die Leute auf nichts mehr verzichten wollen. Dreimal im Jahr wollen sie in Urlaub fahren. Alle wollen sich bloß noch selber verwirklichen. Hm. In Hobby, Freizeit und Beruf. Ja, und deswegen gibt es für uns keine Kinder mehr. Ich bin doch der bekannte Bischof Nikolaus. Nein, ich bin der Knecht Ruprecht. Nein, der bin ich. Nikolaus, Knecht Ruprecht, wo habt ihr jetzt welches Christkind, hä? Da bin ich. Ich glaub, das war gestern in Hugo zu viel. Fällt bloß noch der Osterhase. Oberfranken grenzt an Sachsen. Logisch, dass unsere Nachbarn bei uns mitmischen. Und zwar ziemlich. Wissen Sie denn nicht, wer Schiller war? Na, was nicht? Wer war denn das? Schiller war ein Dichter. Ja, was Sie nicht alles wissen. Und was hat denn der gedichtet? Oh. Zum Beispiel der Jungfrau von Orléans. Ach, war die undicht? Der Jungfrau von Orléans war eine Heldin. Eine einmalige Erscheinung. Das glaube ich. So Jungfrau ist immer eine einmalige Erscheinung. Auch wenn Sie jetzt gleich nicht jedes Wort verstehen, werden Sie bald wissen, wer hier zu wem spricht und wie und warum. Mei, Herzeller,
mein Bobbele, mein Schnägele, mein Mogele, mein Putzele, mein Waggele, mein Betzele. So hat seine alle bei Kasen, wie er noch klar war. Mein Geuchle, sucht sie alleweil noch und schaut nauf zu ihm. Und wenn er seinen Arm um sie legt, denkt sie alleweil noch, mein Herzele, mein Bobbele, mein Schnägele, mein Mogele, mein Betzele, mein Waggele. Er bleibt halt ihr Buh. Die Sprache der Mütter ist international. Ein anderes Thema, das Menschen auf der ganzen Welt verbindet, ist das Essen. Und der Franke macht sich darüber gern tiefe Gedanken. Über Essen, Kochen und Rezepte haben wir uns angefreundet und haben uns gegenseitig zum Essen eingeladen. Am liebsten erinnere ich mich an ein erstklassiges Truthahnessen zum Thanksgiving Day. Aber auch mit anderen amerikanischen Ehepaaren haben die zwar die Speiskarten in die Gasthöfe vom Bambercher Umland getestet. Und ihre Meinung hat sich von einem mäßigen It was okay bis very, very good gesteichert. Sie haben sich arg gewundert, dass man Karpfen essen kann. Karpfenzeit. Das letzte Jahr immer schön gefressen. Das letzte Jahr immer schön gewachsen und dies bis in Herbst rein. Dann angefischt, der Schlung ins Fett rein, Braten, ein Fähnler drauf, am Tisch noch, im Mogen rein, mit Schnaps zugeschied und dies in ganz kurzer Zeit. So eine blöde Sauerei. Ich möchte echt kein Karpfen sein. Bisher bin ich versteht, sucht grüß Gott, so wie sich's kehrt. Die Frau sucht da drauf ziemlich nett, was ich denn wohl gerne hätt. A Tassen Kaffee such ich laut. Auf Dessi hat sie bloß noch geschaut an Espresso, Macchiato, Cappuccino hätt ma Ado. Ja, auf einmal fragt sie mich, ob ich wohl a Latte krieg. Conchassa wollte ich grad zum und schon tut sie weiter froh. Ja, vor allem fragt sie noch, was für Flavor, das ich mag. Noch Vanille, noch Zimt, mancher auch gern Nougat nimmt. An Kaffee. Hör ich mich so und do drauf, tut sie weiter froh. Trinken sie noch gerne do oder wollen sie noch to go? Weil wir jetzt schon mal bei großen Autoren sind, machen wir gleich weiter. Jetzt kommen William Shakespeare, Martin Walser und Heinrich von Kleist. Yeah. Oh, bissler Enthusiasmus, bissler Dramatik. Oh, noch! Jawohl, so. Die immense Bolde doch vorbei. Oh, Nacht! Oh, Nacht! Oh, Nacht! Wenn's so weiter nächst ist doch, gell? Oh, Wend! Oh! Süßer, liebenswerter Wind, so gebt es schon Ruck, zeig deine Spalte mir, dass ich da durchkomm, guck, das such ich nicht. Schöner herum. Doch, wirklich. Man kommt sich vor wie, also man fühlt sich ganz, man steht irgendwie über die Dinge. Naja, ein bisschen ungewohnt ist ja schon, ich muss mir zuerst, aber das spüre ich jetzt schon, das ist einmal, also man sieht die Dinge wie vor einer höheren Warte aus. Endlich! Man atmet wieder. Man atmet wieder lieber. Ach, wahrscheinlich macht's die Luft. Herr Schreiber, notiert den Krug da und den nochmal verdient. Ne, das werden wir gleich haben, da. Und da hau ich ihn mit der Türklinge. Ich hatte mir noch die Türklinge in der Hand. Ja, mit der hau ich meins in den Schädel. Das ist so kracht.
A Klinken wird es. Was? Naja, halt. Ja, halt die Tür klinken, ne? Ja, ja. Dann kommen wir jetzt zur großen Frage. Welcher fränkische Fußballer hat 1954 im berühmten Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel in Bern gegen Ungarn ein Tor geschossen? Lola Matthäus. Leider falsch. Ja, das war jetzt die große Frage nicht. Es geht um etwas, worauf wir uns heute schon freuen. Spürst du die Wellen vom Glück? Oder meinst, wir sind bloß ein bisschen verrückt und ein Alltag entrückt? Dem Alltag entrückt, genau das war das Stichwort. Wann ist der nächste oberfränkische Mundart-Theatertag? Fragen wir eine Spezialistin für präzise Zeitangaben. Weil aber jetzt eben noch kein schon morgen geworden ist, wär ich eben morgen zu spät zum Schwammer essen. Also puh ich Heizung, dass morgen soweit ist, denn wenn ich heute für eben morgen ausginge, dann gäbe es ja für gestern ausgesehen, erst eben morgen geschwammer. Weil ich mich aber gestern schon gefreut habe, auf eben morgen bin ich froh, dass ich mich heute schon auf morgen freier komme. Und nachher werde ich sagen, siehst du es, heute ist schon eben morgen. Jetzt habe ich lang genug auf das Schwammeressen gewartet. Also gut, ich sag's selber. Am 20. September 2015 wird der 18. Oberfränkische Mundart-Theatertag sein in Bad Berneck. Bis dann. Servus, ade.